Nehme ich Bitte jetzt. verfehl, schieß und verfehl und dann eskaliert das wieder. Komm, schieß und verfehl. Nein, ich soll nicht eskalieren. Ich bin ja dafür. Doch, es soll eskalieren. Es soll eskalieren. Oh nein, was sonst? Polizei-LP hat mich, glaube ich, gesehen. Ich bin... Oh, Dead Chief, was machst du hier? Balui wurde getötet? Polizei-LP. Duffy guckt gerade mit dem Rangefinder dann über Nafilas in die Stadt. Ja, Viper habe ich jetzt verloren. Das Ding ist, ich kann ja hier auch gar nicht so schnell weg. Wo bist denn du gerade, Ralfi? Das hören die ja, weißt du, wie ich schaue auf den Turm, wo die sind. Also ich muss auf die Map kurz gucken. Neo Chori an diesem grünen Park oben rechts. Ah, Polizei-LP ist wieder auf dem Turm. Ich hätte mir glaube, ich steig nochmal hier auf diese Ruine. Was hättest du hier? Mir noch... Vorsicht, ne? Von der Position, wo ich war, hatte ich euch alle im Blick. Ja, ja. Ich wurde, glaube ich, auch schon gesehen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich bestimmt auch. Aber wenn sie mich einfach wegsnipern, das... glaube ich. Ja, halt echt hart, ja. Ich verstehe nicht, warum die da oben rumhängen. Was wollen wir zu denen hochgehen und ein bisschen mal spazieren? Nein, ich denke, es kommen noch andere Leute dann. Dass die werden schon noch was machen. Die positionieren sich erstmal, um was in der Hinterhand zu haben. Aber naja, wir stehen noch weiter hinter denen. Ja, ich weiß nicht, was ist einfach dahinter euch. Gut, ich würde sagen, du Anne, wir laufen einfach mal ganz gechillt durch die Stadt. Ja, ein bisschen baiten, ein bisschen, ne? Jetzt zielen beide in die Stadt. Beide zielen jetzt gerade schön in die City rein. Die unten? Ich würde ihn sogar blinzeln sehen. Nee, oben die. Ich kann ihn blinzeln sehen, ne? Ja, ich sehe ihn auch. Palazzo. Mr. Shock. Ich kann irgendwie Palazzo LP. Polizei LP, ja. Palazzo LP, hab ich noch nie gehört. Ich kann irgendwie meinen Ferngas nicht ziehen. B? Hast du deine rechte Maustaste? Ja. Hast du ja auch eins gekauft. Ich hab's vorhin auch schon nachgedacht. Esst und trink mal was, Leute. Ich bin gerade schon ein bisschen durstig hier. Oh ja, ich hab schon gemacht. Sehr gut. Damit ich ruhig zielen kann. Wie gesagt, schnell mal durch die Straße. Oh Gott, muss ich mich hinlegen. Bist du beschossen, oder was? Nee, das nicht, aber ich sehe den einen. Der ist da hinten zum Stein gegangen, Dalu. Also Dead Sheep geht in eure Richtung, so wie es aussieht. Seht ihr das? Ja, Dead Sheep, lass Dead Sheep ruhig reden. Dalu, hast gehört? Ja, zu einem Stein, aber das Problem ist, es gibt ganz, ganz viele Steine. Der Turm. Du weißt, wo die Stadt ist, du weißt, wo der Turm ist. Ja. Und dann links weiter. Davon. Die Richtung links davon. Wenn du von der Stadt aus auf den Turm guckst, links davon ist ein großer Stein. Da ist gerade einer hingegangen. Du meinst also theoretisch auf der anderen Seite? Ja, er ist da. Ich sehe ihn auch. Das ist ein Viper. Okay. Fernglas ist weg. Viper im Blick. Ach, da sehe ich ihn. Safi ist wieder weg. Ich hab schon gesagt, und dass da die kein Trinkgeld kriegen, wenn die Burger kalt sind. Das ist... Weiß ich nicht. Sind die Pizzas wahrscheinlich. Ja, das sind die Pizzas. Die Burger. Kommen die Burger. Die Burger. Alter, Viper sieht die genau. Laden. Ich höre sie nachladen. Vor Viper habe ich... Die Burger. Ich glaube, der schießt einfach. Ich hoffe, die haben sie frisch im Heli gemacht, die Burger. Schieß und bitte verfehl. Schieß und verfehl und dann eskaliert das wieder. Komm, schieß und verfehl. Nein, ich soll nicht eskalieren. Ich bin ja dafür. Doch, es soll eskalieren. Es soll eskalieren. Oh nein, was sonst? Polizei-LP hat mich, glaube ich, gesehen. Ich bin... Oh, Dead Chief, was machst du hier? Balui wurde getötet? Klim wurde getötet? Klim wurde getötet? Was soll das? Dead Chief, Mann, was machst du hier? Rentner. Hat nichts mit uns zu tun. Ja, lol. Die Rentner haben zu viel Schmerzmittel genommen und sind jetzt tot. Die sind alle auf dem Turm. Okay, der läuft vom Stein weg, der guckt da immer noch. Ja, er ist in einen kleineren Stein gegangen. Er sieht uns! Danke, Dead Chief, und jetzt geh in Deckung! Ist doch nicht schlimm, ihr müsst doch nicht schießen. Spoiler, ja, aber wenn er weiß, wo wir sind, ist er schon ungünstig als Sniper. Ja. Vor allem, weil das unser Ass im Ärmel war eigentlich. Er will verhandeln. Weißt du, was ich auch versuchen kann? Wenn die gleich ein bisschen beschäftigter sind. Verhandeln. Ich komme, Anne. Wenn die gleich ein bisschen beschäftigter sind. Dann gehe ich in den Ifrit rein und mache da eine Nebelwand. So, Leute, was für Forderungen haben wir denn? Weil Mentor will mit uns verhandeln. Ich verhandle mal eben hier mit dem Pizzaboten. Mute dich mal. Und was machen wir, wenn wir was Wichtiges machen? Was wollen wir haben? Wir wollen freien Weg hin und zurück von Coca-Field, Coca-Verarbeiter und Drogendealer. Nee, ich dachte, wir wollen die Stadt haben und also auch einen Spawnpunkt sozusagen, in Anführungsstrichen, dass die Leute evakuieren sollen. Ah, okay. Viper hat mich gesehen. Viper, Dalu, ich brauch deine Hilfe ein bisschen. Kann ich gerade nicht, der Chief hat uns verraten. Ja, ich seh dich. Viper ist gerade um die Ecke gekommen, hat sie mich gesehen, hat er auch direkt abgehauen. Nee, er steht da immer noch, er steht noch hinter der Wand. Ich sehe ihn. Er, direkt hinter der Wand steht er. Er hat sich umgedreht. Ja, immer noch. Er guckt in deine Richtung. Von wo kommt er? Nee, er steht da immer noch, beim Eingang. Wiederhol nochmal, Dead Chief, ich muss gerade verhandeln. Keiner was mit. Also die sind alle auf dem... Vier Bullen sind auf dem Turm drauf. Zwei sind unten und zwei sind oben drauf.
Schau mal, dass du einen im Blick hast, falls geschossen wird, dass du einen direkt ausschaltest. Kannst du da, wo du liegst, welche... Seht ihr euch noch nicht? Nee, ich hab aber hier verhandelt. Nein, ja, das ist schön, dass du mit Deadsheep verhandelst, ey. Was soll ich tun? Soll ich sagen, hau ab, Deadsheep, 100 Mal? Nein, du kannst ein bisschen... Ach, egal. Palazzo LP hat mich gesehen. Mach ich halt mit 4 alleine. Ja, ja, alles gut. Ja. Bin ich mit dir, mit denen. Die Fernsehen. So, was mache ich jetzt mit denen? Kannst du ja mal fragen, warum sie da sind, was sie vorhatten. Verhandelt wird nur mit dem Polizeichef. Schön. Ist ja lustig. Da kommt noch einer in deine Richtung. Ich weiß. Duffy, Palazzo, Viper und Mr. Shocked. Alle stehen sie jetzt da. Oh, das wären 4 Schüsse. Ich habe sie auch im Blick jetzt wieder. Alle. Guck mal, wie schnell ich wohl zu meinem Ifrit hinkomme. Kannst sie alle nacheinander knocken? Kann ich nicht. Die schießen dann sofort. Ja, ich weiß. Die zielen noch alle auf mich. Du knockst ein und wir schießen alle drei einen ab. So auf Kommando. Zack und alle tot. Sind das 500 Meter? Ich muss gerade mal gucken, wo er genau ist. Palazzo kenne ich nicht, da kann ich dann im Leben bleiben. Safi grinst. Viper und Safi müssen sterben. Ja, Safi grinst mir in Scope, ey. Tja, jetzt hänge ich hier rum. Er sagt doch, dass du jetzt wieder gehst. Und geh einfach. Geh einfach Richtung deines Ifrits. Ja. Ganz langsam. Aber da oben jemand in der Luft? Oder ist es ein Bug? Ich sehe nichts. Bei mir ist ein Heli einfach in der Luft über der Stadt. Okay. Kann auch ein Bug sein. Was mache ich denn jetzt? Wie gesagt, steh auf, dann drehst du dich um und dann gehst du einfach davon. Aber wirklich gehen. So richtig badass. W und S. Ja, das Ding ist aber, die gucken alle halt. Ja, die ziehen auch alle direkt auf mich. Ja, sollen sie doch machen. Wenn sie irgendwas Falsches machen, das bedeutet, sie würden dich ja tasern und nicht töten, dann sind sie tot. Beziehungsweise Nein. kriegen auf jeden Fall ordentlich was reingedrückt. Zielt der echt auf mich? Ich zieh jetzt auch mal auf ihn. So, ich ziel auf Safi übrigens dadurch, falls du wen anders im Blick hast. Ja, ich habe Palazzo und. Ja, Palazzo habe ich noch im Blick. Aber wie gesagt, ich habe keine Sniper, ne? Also ich könnte schon versuchen. Wer auf mich zielt, da ziele ich auch drauf. 900 Meter. Okay, ich habe jetzt auf 900 Meter gezeroed. Oh shit, ey. Ich habe wieder runter auf 100, damit ich auch hier treffen kann. Mhm. Sonst, wie gesagt, sonst steh auf und. Oder sag denen, dass du jetzt gehst. Nee. Noch nicht. Ich bräuchte ein Ablenkungsmanöver irgendwie. Aber kein Schuss. Sonst ja. fangen die nämlich an zu schießen. Ich sehe auch nur noch 3. Ich weiß nicht, wo der 4. hin ist. So, warte. Ein Heli. Da kommt ein Heli. Ja, der fliegt weg. Das waren die Pizzaboten. Die Burgerboten, meine ich. Ablenkungsmanöver kommt. Wie denn? Rauchgranaten. Wirst du die auf die? Weit genug. Ah, Viper ist auch noch hinter dem Kanister. Viper und Shocked sind beide noch hinter dem Kanister, sind beide noch in deine Richtung. Ja, nee, Shocked sehe ich. Palazzo und Safi sehe ich, aber Viper nicht mehr. Viper ist auch dahinter. Ich sehe ihn durch die Wand, also den Namen halt. Okay. Ah, jetzt nicht mehr. Weiß einer, wie man zwischen Granaten hin und her wächst? Ich glaube, das war F, aber das stimmt anscheinend nicht. Shift G, glaube ich. Shift G ist doch niederschlagen. Achso, stimmt. Dann weiß ich es nicht. Gott, ich würde mich hier am liebsten hinlegen, aber ich kann das nicht. Oder, wenn ich da oben raufgehe, bin ich tot. Es wird dunkel, ne? Ich verhandle gerade mit Mentor. Also, Mentor, wir wollen ja die Stadt haben und wir haben ja noch die Zivilisten, die in der Stadt sind. Und ich habe gesagt, die Zivilisten können sie gerne retten, weil die Stadt gehört uns. Da kommt wieder ein Helikopter. Irgendeiner hat es kommt ein Helikopter hier. Ja, ja, ja. Ich bin am Arsch. Warum? Vibe hat mich gefunden. Es ist ein Hellcat, Manus. Ja. Wieso? Ich muss gerade laufen. Der ist bei mir auf dem Berg gewesen. Ich habe ihn nämlich gerade diese Gruppeninfos rumschreien hören. Diese Group Formation, dann habe ich ihn gesehen. Ja, richtig, da ist er auch. Nur M drückt, sieht man das. Ja, das ist. Läuft's bei euch? Beschissen. Wieso? Weil
euer kompletter Backup auf den Bergen wurde quasi umstellt. Bei Dalu ist einer, bei mir sind drei. Ja, und? Dann redet doch mit denen. Und um sterben. Der Mentor kommt jetzt zu uns. Ja, noch ist doch nichts. Also. Ja, dann kommen wir mal zu euch hochgelaufen, oder? Wir sind so eine kleine Truppe. Nee, der kommt zur Stadt. Doch, lass mal hinmarschieren, wieso nicht? Weil die dann alle, dann sind wir alle auf einem Fleck. Und wenn die dann sagen, hier, nee, gefällt uns nicht. Ja, dann gehen wir schon wieder. Dann gehen wir schon wieder. Mit einem getaserten Hintern. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ja, dann lass wir sie killen, weil wir mehr sind. Mentor kommt mit dem Heli zur Stadt. Okay. Ja, dann macht die Waffe. Ich bin ja auch im Visier von da. Du bist jetzt noch hinter mir quasi, Dalu, ne? Ich musste wegrennen, also sonst hätte er mich gehabt. Er hat mich nämlich nicht gesehen. Ich bin nämlich runter jetzt den Berg in den Wald gerannt und hab Granaten weggeworfen. Was haben sie gerade gesagt? Keine Ahnung. Dalu, kannst du dich hintenrum anschleichen und einen Hunter knacken? Deadsheep könnte das machen, wenn du Deadsheep die Info gibst. Oh, man macht Fußabdrücke. Ah, wenn du nah genug rankommst, ohne dass die dich sehen, kann ich dir den Schlüssel von mir geben, dann kannst du einfach Rauchwolke machen und ich sprinte schnell rein oder so. Auch eine geile Kombi. Wir nehmen erstmal die Verhandlungen hier in Kauf, warten, bis wir den Schlüssel der Stadt haben und dann schießen wir die Bull. Ich glaube, da kommt dann Heli. Nämlich, oder? Helikopter incoming. Yep, das ist eine Hellcat. McManus ist das. No McManus. Ah, oder vielleicht auch nicht. Also es ist auf jeden Fall McManus drin. Ich weiß nicht, ob da eine Badewanne ist. Über uns. Ja. Landet hier. Etwas laut. Es sind auch zwei Leute drin, so wie es aussieht. Ja, dann lass mir die Landen und sagen, oder? Fragen sie, ob sie auch Burger wollen. Ja. Ja, den können wir auch ein paar Burger anbieten. Bisschen verteilen, Leute. Also bei uns sitzt auch gerade ein Heli, Leute. In deren Gruppenchat verstehe ich die ja, weil ich so nah bin. Ja. Die gehen mal immer nur durch, dass ich nur hier bin. Detschi lungert irgendwo genau neben dir hoch. Ja, stimmt, in der kleinen Tanne. Ja, stimmt. Okay, sind bei der Kapelle gelandet. Ich geh zum Hellcat jetzt. Bist du schockt, beobachten mit dem Fernglas, Safi guckt in eine andere Richtung und Palazzo macht laut Scheiße. Ich könnte Palazzo abknallen, dann Safi und Mr. Schock müsste seine Waffe wieder rausholen. Alter, bei mir ist stockduster. Ne, bei mir nicht. Bei mir ist es dunkel, aber nicht stockduster. Ey, ich seh nix mehr. Und du hast kein Night Vision, ne? Ja, hab ich ja nicht. Frag mal, ob du von denen eins kriegst. Ja, wir haben gerade Burger bestellt. Möchten Sie auch ein paar Burger? Komm, ich krieg mal einen Burger. Herr Mendo, Sie kriegen aber nur einen Burger, wenn Sie mir Ihr Nachtsichtgerät geben. Ich gehöre, was Sie gesagt haben. Oh, jetzt ist dunkel geworden auch. Wir haben die Zivilisten freigelassen, das haben wir festgestellt. Zwei LKW. Ich würde gerne jetzt zu euch kommen, aber ich lasse es mal. Ich bleib mal im Backup. Ich guck Krabs lieber ein bisschen zu, falls was passiert. Ja. Also, ich sage Ihnen jetzt mal die Aussage der Regierung. Natürlich kann es von der Regierung nicht akzeptiert werden, dass ihrerseits einfach Territorium erobert wird, was eigentlich uns zusteht oder unser Territorium ist. Deswegen müssen wir schauen, wie wir damit jetzt umgehen. Gibt es irgendwelche Forderungen, damit sie die Stadt wieder freigeben, oder sagen sie, dass sie jetzt hier auf jeden Fall bleiben? Also ja, wir hätten die Stadt schon ganz gern. Wir müssen ja auch mal Urlaub machen. Das ist ein super Kurort hier. Also mir gefällt es ja auch richtig schön am Strand und sehr angenehm. Und nö, ich würde da nicht gerne hier bleiben, oder? Seht ihr auch so. Die Luft ist hier super. Die ganzen Pickel, die ich hatte, sind schon alle weg jetzt in der Zeit, wo wir hier waren. Ich mache den Vorschlag, dass wir den Polizeichef auch noch als Geisel nehmen. Sogar die Einwohner hatten nichts dagegen, dass wir die Stadt behalten. Ja, also wenn man da an die Tür geklopft hat, waren die total kooperativ. Denn wie Sie sehen, haben die alle ihre Sachen mitgenommen. Ich habe vorhin auch noch mit einem Regierungssprecher gesprochen und die sind absolut natürlich außer Rand und Band, weil die natürlich nicht sehen können, dass hier einfach eine Stadt eingenommen wird von irgendwelchen. Ja, aber Rebellen. Die Partei haben wir auch nicht gewählt, so von daher. Dann schlagen Sie doch mal vor, was wir jetzt machen können, wenn wir die Stadt behalten wollen. Also wir müssen mindestens eine alternative Orten kriegen.
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie in gewisser Weise die Stadt verwalten, die dafür aber eine gewisse Pacht zahlen müssen, also ein Entgelt. Nee, nicht einverstanden. Anderer Vorschlag. Ja, oder wir erobern die Stadt. Arne, kannst du mir noch einen Burger geben? Ich hab voll Hunger. Ja, sicher, sicher. Sau cool, Arne, Mann, das ist die Beste. Redet ruhig weiter, lasst euch nicht stören, ich will nur einen Burger essen. Sie haben doch sicher noch einen Vorschlag parat, Herr Mentor. Das kann nicht alles sein. Hauen Sie noch was raus. Ach ja, immer diese Polizisten. Das dauert immer alles so lange, ey. Deswegen mache ich keine Bürokratie, Leute. Genau deswegen. Ich höre, dass die Beine vertreten. Okay, ja, also wie gesagt, ich kann Ihnen nur sagen, dass das für uns natürlich in gewisser Weise nicht ganz akzeptabel ist. Und deswegen müssen wir halt schauen, wie wir damit umgehen. Dann würde ich sagen, setzen Sie sich doch bürokratisch mal mit Ihren Kollegen in Verbindung, um bürokratisch einen Alternativvorschlag zu finden, der uns TT-Leuten besser gefällt. Die Burger sind so lecker, ey, unglaublich. Also, ich werde Ihnen einfach mal sagen, wie es ist. Wir haben natürlich... ja, aber ich kann da nicht zu sagen. Wir haben natürlich... Das heißt, ich habe dich nicht mehr im Blick. Krabs, bist du da immer noch bei den Gefangenen oder kannst du gehen? Ich bin immer noch bei den Typen hier. Vor allem bei Nacht. Aber gefangen ist er nicht. Nee, gefangen bin ich noch nicht. Aber Dings habe ich verloren. Viper. Safi und Palazzo ist hier. Viper müsste bei dir auf dem Berg sein und ich denke mal, dass er auch in meine Richtung guckt. Und der andere, der hier vorhin ist. Mr. Schockt. Mr. Schockt ist weg. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich flankiere gerade den Berg. Was wäre dann in dem Fall eine angemessene Reaktion, die Sie hier oben auf dem Tower wird er nicht sein. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ja, Sie ziehen aus der Stadt ab und wir schauen, dass wir eine andere Möglichkeit finden, dass Sie einen Platz finden, der auch Ihnen zusteht und nicht irgendeine Stadt. Warum fragst du? Bis dahin können wir bleiben, oder? Ohne Probleme. Ich meine, wahrscheinlich, weil ich will verhandeln und wenn es zum Krieg kommt, wäre es ja blöd, weil dann stirbst du jetzt sofort. Deswegen. Das glaube ich gar nicht mal. So schnell sterbe ich nicht. Weißt du, 20 Meter hinter mir ist kaputt und versteckt sich. Ja, aber wenn jetzt der Polizeichef sagt, ja, wir müssen die Stadt mit allen Mitteln einnehmen, dann werden die dich ja erschießen. Ja, Herr Ralfinger LP, das kann vielleicht alles sein. Dafür musst du noch früh genug Bescheid sagen, Dalu. Also das ist Staatseigentum. Wie lange brauchst du bis zu deinem Ifrit? Schaffst du das oder ist das nicht drin? Pass auf, die haben beide Taser draußen, ja. Kapuze ist noch hinter mir. Sobald die Waffen wechseln würden, würde ich anfangen zu schießen auf die. Sobald die jetzt den Taser wegtun und das Maschinengewehr nehmen, knall ich die ab. Okay, pass auf. Und wenn die mich nur tasern, ist Kapuze noch hinter uns. Dann musst du das muss alles soll einer also soll ich es eskalieren lassen, ja? Dann mach ich den Mentor jetzt fertig. Nee, wieso denn? Weil wir die Stadt haben wollen. Ja, will er die uns nicht geben. Ja, aber er ist doch allein da, das ist doch blöd. Er ist doch hier zum Verhandeln hergekommen, alleine. Ja, was heißt denn allein? Da rechts auf dem Turm sind vier Bullen, Anne. Ja, aber dann wird er ja trotzdem als erstes dann abgeknallt. Natürlich wird er doch scheiße für ihn. Ja, das Leben ist schon manchmal blöd. Als Polizeichef. Oder als Webherr. Also, Herr Mentor, was ist jetzt? Wir wollen die Stadt haben. Nennen Sie uns jetzt was. Keine bürokratische Abstimmung oder sonstiges. Die Stadt ist unsere. Geschockt ist wieder da. Ja, das haben wir aber nicht mitbestimmt. Ich flankiere immer noch. Wer will das mitbestimmen? Wir treffen uns ja hier. Ja, richtig, aber wir müssen ja unter irgendwelchen Bedingungen müsste ich die Stadt ja freigeben. Aber Ihre Bedingung ist, dass Sie einfach nur sagen, die Stadt gehört jetzt uns. Nein, unsere die Bedingung ist, wir haben eine Stadt und müssen nicht überall einbrechen. Die Bedingung ist, dass wir ja was anderes kriegen und bis dahin bleiben wir hier. Ja, ja. Die Bedingung. Wir bleiben in der Stadt, bis Sie uns eine Stadt errichtet haben. Genau, das ist die Bedingung. Habe ich jetzt verstanden. Jetzt habe ich den Zusammenhang verstanden. Ich habe den Zusammenhang zu Anfang nicht verstanden. Ja, kein Problem, deswegen reden wir mit Ihnen. Alles super. Anders. Okay, wunderbar. Gut, da habe ich das verstanden. Ich würde Mentor sogar niederschlagen. So, dann gehe ich jetzt mal ganz kurz einen Funkspruch durch. Und was geben Sie durch? Der Krebs tot. Um die Stadt herum sind. Muss gerade kurz mal schreiben. Ich werde euch gleich genau. Kapuze? Reinhardt. Ja, alles klar. Schönen Tag noch und. Wie heißt die Stadt noch, wo ihr seid? Neo irgendwas. Neo Chori. Ja, Neochori. Ja, sehr unkreatives Gespräch, muss ich sagen. Scheiße. Oh, ich bin so voll, ey, von dem Burger. Die waren so lecker.
Ja, das Problem ist, dass du kannst kein kreatives Gespräch führen, weil was hast du denn für Forderungen? Ja? Wir wollen die Stadt haben, ja, dann ist Krieg. Die trauen sich ja nicht zu schießen. Ja, die ziehen sich auch zurück. Nein, ich will den Hunter, ich bin fast da. Die Anne, ey. Der Cheap-Welt. Wir können jetzt nämlich nicht schon wieder ballern, das ist halt das Problem. Warum nicht? Ja, wir können nicht anfangen. Deshalb hätte ich ja gern Mentor niedergeknüppelt. Ja, mach's doch einfach mal. Um zu gucken, ob Krebs dann noch lebt.